Ach, was steckst du da drin? Bevor du einen Strike noch bekommst, Digga. Ja, die Gucci Bag ist auf jeden Fall am Start. Was sind das für Chains? Das ist eine Plattenkette. Ja, du hast einen Rolli am Arm. Ja. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Mar. Willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal. Heute ein Wie viel ist dein Ausbewert? Und zwar mit einem Rapper. Mit einem sehr jungen Rapper namens Agile, Leute. Wer Agile noch nicht kennt, der wird nach dem Video etwas besser kennenlernen, da sage ich euch auf jeden Fall, bleibt bis zum Ende dran. Agil ist ein 15-jähriger Rapper aus Berlin und er gehört zur Breitseitenbande. Das ist ein Label in Berlin und dort macht er Musik. Er hat auf jeden Fall schon krasse Erfolge und er hat Videos mit mehreren Millionen von Klicks. Das war auf jeden Fall für mich interessant genug, um ihn mal anzuschreiben und mit ihm in den Kontakt zu kommen. Und schon haben wir das, wie viel ist dann ausgewertet am Start. Das Video habe ich in Berlin gedreht und habe da jetzt kein Intro dazu gemacht und ich wollte jetzt auch nicht extra nach Hamburg in die Innenstadt und dort jetzt mein Intro zu drehen. Ihr wisst Bescheid, Coronavirus so momentan ist einfach nur krank, was passiert so. Auf jeden Fall kann ich da euch nur eins sagen, achtet auf eure Hygiene und achtet auf die Schwächeren in der Familie, auf eure Großeltern, Eltern, wie auch immer. Passt einfach auf euch alle auf, Leute. Das ist so mein Appell gerade an euch. Vermeidet es einfach, rauszugehen jetzt so für unnötige Sachen. So bleibt lieber auf Nummer sicher und bleibt mal ein paar Tage zu Hause. Aber ihr wisst Bescheid, Leute, ich bin ja am Start. Diese Woche startet hier auf meinem Channel am Sonntag mein neues Format. Jede Woche am Sonntag rauskommen für eine bestimmte Zeit. Ich habe da auf jeden Fall coole Folgen vorproduziert. Die Folgen drehe ich alle mit Rapper, Sportler, was auch immer, einfach Menschen, die interessant sind. Und da habe ich auf jeden Fall coole Menschen aus Berlin rausgepickt und habe da auf jeden Fall schon ein paar Folgen vorgedreht. Deswegen bleibt auf jeden Fall am Start. Checkt das Video am Sonntag ab, Leute. Das wird die erste Folge von sehr vielen Folgen. Und da würde mich das einfach freuen, wenn ihr auch am Start bleibt, Leute. Denn ich habe sehr viel für dieses Format investiert, was jetzt Sonntag online kommt. Und da würde ich mich einfach persönlich freuen, wenn ich da auch Feedback von euch zurückbekomme. Ja, Mann, ich habe da auf jeden Fall sehr auf die Qualität geachtet. Ich würde mal sagen, wir talken jetzt auch nicht mehr so viel rum. Checkt meine Social Media Accounts ab, Leute. Instagram, ihr wisst Bescheid. Mahans World. Und abonniert mich am besten auf YouTube und stellt die Glocke auf aktiv ein, damit ihr einfach nichts mehr verpasst, Leute. Wir haben eine schwierige Zeit. Ich versuche euch etwas zu unterhalten in dieser Zeit. Und da würde mich das auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich abonniert und die Videos abcheckt. Ja, Mann, so viel dazu, Leute. Passt auf euch auf. Und ich würde mal sagen, wir starten mit dem Video. Was geht ab, Bruder? Alles gut. Wie geht's dir? Ja. Achso, hier ist Mikro. Das ist Mikro. Ach, aber du Scheiße, Digga. Wenn du hältst, dann kriegen die Leute einen Tinnitus. Wie, Bruder? Was geht ab, Bro? Wie heißt du? Stell dich mal erstmal vor. Ich bin Digga. Hier ist Agir. Ich bin 15 Jahre alt, komme aus Berlin. Bin bei der Breitseitenbande und mache Musik, Digga, ja. Du machst Musik? Ja, Mann. Ja, ich bin auf ihn aufmerksam geworden, indem ich einen Song von einem Kollegen im Auto gehört habe. Und das hat mich interessiert, so wer dahinter steckt. Und dann sehe ich ihn, der Bruder hier ist jung. Wie ihr seht, wie alt bist du? 15, Bruder. 15. Ist doch interessant auf jeden Fall, dachte ich. Dann schreibe ich ihn an und dann sitzen wir hier in seinem Studio. Auf jeden Fall sehr entspannt. Hier sieht alles cool aus. Ja, Mann. Bro, ich wollte, wie viel ist dann auch, wenn wir dir drehen? Kein Problem, machen wir, Dicker. Machen wir. Ich bin gespannt auf jeden Fall, was du hier am Start hast. Dann kommt er hier jetzt auch in die Rapper-Reihe mit rein. Ja, jetzt mal schauen, was du hier am Stissel hast. Bro, ich würde mal sagen, wir fangen mit deinen Schuhen an. Okay, kein Problem. Was sind das für Schuhe? Das sind Nike T1. Okay. Bequem? Nein, Bruder. Nein, nicht. Nein, aber ist so ein gängiger Schuh bei den Rappern, ne? Ja, ja. Was feierst du an dem Schuh so? Die Farbe? Die Farbe, Digga. Ja, okay, Mann. Ist auch auf jeden Fall eine eigene Farbe. Mhm. Ja, Mann, deine Hose. Dicker, Adidas. Warte, wir haben den Preis gar nicht gesagt. Okay. Ah, Preis, stimmt. Guck, ich weiß sogar besser, Dicker. Er weiß. Okay. Ja, Mann, die kosten irgendwie 150 oder 180, keine Ahnung. 150, 180, okay. Ja. Deine Jogginghose? Ja, auch so. Adidas. Adidas, okay. Ganz normale Basic Jogginghose. Ich sehe jetzt schon, wie die Leute in den Kommentaren schreiben, Nike und Adidas vermischt man nicht. Hier sogar meine Socken, ja. Nein. Das ist Dings, ja, eigentlich. Solange es farblich passt, ist ja auch alles gut. Ja, so, die kostet 50 oder 60. 50 oder 60, so auf entspannt, so lässig. Ja. Dein Pullover. Ist von Montechiaro. Okay. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Digga. Okay. Der kostet irgendwie 270 bis 300, 270? So. Ich dachte, das ist so dieses Carlo Colucci. Nee, das ist sogar von dem Laden. Okay. Die haben ja so eigene Marken noch.
Ah, okay, cool. Ja. Ist auf jeden Fall so bunt, Digga. Das sieht man nur in Berlin. In Hamburg sieht man sowas gar nicht so oft. Ja. So, wenn ich in Berlin bin, sehe ich immer die Leute mit so einem Carlo-Sweater oder ich kenne die Marke nicht, leider. Aber oder sowas. Auf jeden Fall sehr bunt und die Dinger haben auch eine gute Qualität, ne? Ja, ja. Ja, so. Ist bequem. Bequem, okay. Auch sehr auffällig. Deine Gucci-Tasche. Dicker, die kostet 600, haben wir gerade noch geguckt. 600 Euro. Aber die habe ich Toten rausgeholt. Okay. Also bei dem Videodreh, vielleicht kennst du es. Gangster, kennst du es? Nein. Hab ich bestimmt nicht gehört. Aber ja, auf jeden Fall, ich bin da mit einem Roller rumgeflitzt. Okay. Und ich bin dann so mit. Also er hatte keinen Helm an, ich hatte Helm an. Okay. Ich bin da mit 50 Sachen runtergeflogen. Boah, guck mal hier. Guck mal hier. Hier alles weggeschliffen. Guck mal hier, alles kaputt, Dicker. Aber du hast dich nicht verletzt, ne? Doch. Okay, doch. Aber nicht hart, oder? So Dings, Rippe und so. Oh, okay. Aber trotzdem habe ich das Video zu Ende gemacht. Okay, das ist gut, Digga. Das ist gut, das ist gut. Ja, Mann, was ist da so drin, Digga? Ach, was steckst du da drin? Bevor du einen Strike noch bekommst, Digga. Ja, die Gucci-Bag ist auf jeden Fall am Start. Das ist ja schon mal gut, ihr wisst Bescheid, ein Gucci-Piece muss am Start sein, damit ich etwas feiere. Spaß. Aber hat auf jeden Fall so einen Rapper-Look, würde ich mal sagen. Ja. So, du hast hier zwei Chains an. Was sind das für Chains? Das ist eine Plattenkette. Eine Plattenkette. Und die andere weiß ich nicht mehr. Rope Chain nennt man das. Echt? Ja, Rope Chain. Was ist das? Was kostet das? Also die kostet 2,5 bis 3. Okay. Und die kostet auch 3 bis 4. 3 bis 4. Also die habe ich geschenkt bekommen von ihm. Von meinem Labelchef SVD. Okay. Und die habe ich mir selber geholt. Ja, nice. Ja. Das hört sich so an, als würden die viel wiegen. Was wiegt das so, glaubst du? Gar keine Ahnung. Weißt du nicht, ne? Mhm. Ja, du hast eine Rolli am Arm. Ja, Digga. Ja, und Standard. Was ist das für eine Uhr? Digga, das ist eine GMT Master 2. GMT Master 2. Die wird leider nicht mehr produziert. Okay. Aber ich hab mir die noch geschnappt. Bruder, keine Ahnung. Weißt du nicht? Nein. Okay. Das Stahlmodell. Erstmal krass, dass du mit deinem Alter eine Rolex hast. Darauf kommen wir gleich nochmal so zu sprechen. Mhm. Was hast du für die bezahlt? Digga, so 12,5 bis 13. 12,5 bis 13, okay. Schon ein krasser Preis. Die Dinger gehen auch immer weiter hoch. Ja. Ist auf jeden Fall ein wertstabiles Modell. Ja, Mann, das ist dein Outfit. Hast du noch was am Start? Nein, ja. Das war's. Ja. Okay, hier der Endbetrag. Erstmal krank, dass du. Genau da. Dass du mit 15 so ein teures Outfit hast, so, weißt du, ich persönlich finde das echt krass. Ja. So, ich habe nicht mal eine Rolex, so, weißt du, so, du hast die am Start und davor habe ich Respekt auf jeden Fall. Wie reagieren deine Lehrer? Du meinst ja gerade zu mir, du gehst zur Schule. Ja, Dicker, so viele Lehrer von mir sind eifersüchtig oder neidisch. Okay. So, manche gönnen nicht, manche sind auch krasse Ehrenmänner, so, wenn man jetzt in dieser Umgangssprache so sagt. Normal. Also, Dings. Ein Lehrer von mir ist stabil, er feiert mich, supportet mich. Und dann gibt es ein, zwei, zum Beispiel meine Musiklehrerin, sie hat Hasskick auf mich. Okay. Mein Kunstlehrer, voll viele Lehrer haben auf jeden Fall Hasskick auf mich. Ja, normal. So, das kenne ich aus meiner Schulzeit noch so etwas. Ja. Die gönnen nicht, meistens. Mhm. So, wenn die sowas sehen, so, ich meine, ey, Digga, das ist schon eine große Summe an Geld. Ja. Das verdient vielleicht der ein oder andere im Jahr von denen. Da fangen die auch an, sich so zu fragen, ja, wie kann er sich das denn leisten? Ja, die so wollten auch meinen Vertrag irgendwie auflösen und so. Okay. Also so komplette Scheiße, ich hatte eine Klassenkonferenz und... Ach du Scheiße, okay, krass. Viel Stress so, ne? Ja, Digga. Und wie reagieren so deine Mitschüler so auf diesen Ach, ganzen... Ach, Digga, die sind alle cool. Alle cool? Ja, ja. So keiner macht... Also es gibt auf jeden Fall Nichtsgönner und es gibt auf jeden Fall auch Brüder. Mhm. Ganz normal. Okay. Ja, ich finde das auf jeden Fall krass. Bruder, mal eine Frage. Ja. Du bist 15, du hast mit 15 schon einen sehr großen Erfolg. Wie viele Abonnenten hast du auf Instagram? Das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Boah, Digga, 70.000, ein bisschen mehr. So, was ist so bis jetzt dein erfolgreichstes Musikvideo? Meine erste Single, Straße. Wie viel Views? Mit 3 Millionen Views auf YouTube. Okay, krass. Mhm. Wie ist das für dich so? So ein mit dem Alter so ein, ja, das sind schon große Zahlen, so, weißt du? Ich bin dir ehrlich, alles ist gleich geblieben, wirklich, außer so... Bisschen Kontostand hat sich verändert. Okay. Aber sonst alles gleich geblieben. So viele Leute erkennen mich jetzt auch. Ja, aber alles eigentlich gut. Okay, was sagen deine Eltern so zu diesen ganzen Sachen? Ach, mein Vater ist auf jeden Fall stolz, meine Mutter genauso. Okay. So, ich bringe Geld nach Hause. Also ich glaube, jedes Elternteil wäre stolz auf ihr Kind. Klar, klar. Ja. Jetzt kommt die Frage der Fragen. Wie finanzierst du dir das Ganze?
Bruder, ich bin dir ehrlich, so bis das Anteil von so einem Musikvideo kommt oder von einem Track, Dicker, dauert glaube ich 3-4 Monate. Ich finanziere das anders. Okay. Ich habe da so andere Finanzen, die ich einnehme. Auf einen inoffiziellen Wege. Genau. Okay, alles klar. Okay, krass. Ja, Bro, das war's. Leute, checkt den auf jeden Fall ab. Du hast gestern Release gefeiert, oder? Donnerstag auf Freitag, ja. Donnerstag auf Freitag hast du Release gefeiert. Ja, Mann. Erstmal checkt seine Single ab, Leute. Dankeschön. Du kannst ja selber einmal für dich Promo machen. Auf jeden Fall checkt die Breitseitenbande ab. Geht alle auf den Kanal, abonnieren, teilen. Ihr wisst schon Bescheid. Ja, Mann. Checkt die Links in der Beschreibung ab, Leute. Folgt ihm auf Instagram. Machen's wild. Ja, machen's wild, genau. Ja, Mann. Folgt ihm alle. Das war Agil, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video ein Like und Peace. Was Zeit? Was ist denn der Scheiße? Was Zeit?